In vielen Laboren fehlen Fachkräfte für die zahlreichen anfallenden Arbeitsschritte. Die richtige Zeit für Digitalisierung und vor allem Automatisierung, beispielsweise mit kollaborierenden Robotern, Cobots, die Aufgaben selbstständig ausführen können. Die Roboter können im Prinzip alle Tätigkeiten, die heute eine medizinisch-technische Assistentin oder ein anderer Labormitarbeiter ausführt, im Prinzip 1:1 auch ausführen. Der ist prinzipiell natürlich für alle Arten von Laboren geeignet. Das kann von der Kosmetikindustrie bis hin zu dem klassischen Life Science oder medizintechnischen Labor sein. Im Prinzip immer da, wo ich pipettieren, mischen, zentrifugieren muss, wo ich kleine Flüssigkeitsmengen oder kleine Gefäße hin und her bewegen muss. Die wichtigste Technologie, die das Startup Beerhead an den Robotern von Denso entwickelt hat, ist die 3D-Kamera auf dem Arm des Roboters, mit der er durch künstliche Intelligenz automatisiert Dinge und deren Positionen im Raum erfassen und Aufgaben erkennen kann, ohne dafür eine Schnittstelle zu einem anderen Gerät zu brauchen. Das heißt, er kann, wenn man einfach eine Mikrotiterplatte auf den Tisch stellt und ihm sagt, er soll die nehmen, dann kann er erkennen, wo sie ist, in welcher Lage sie ist, wie sie befüllt ist, kann sie in die Hand nehmen und in ein Gerät hineinstecken sozusagen und damit genau das machen, was ein Labormitarbeiter auch macht. Und darüber hinaus kann er eben sehr einfach mit der Hand geführt und geteacht werden. Es gibt keine nachhaltigere Lösung als ein Roboter, der sozusagen immer wieder für verschiedene Aufgaben einzusetzen ist und nicht Spezialgerät ist wie viele Automaten und dabei alte vorhandene Geräte verwenden kann, wiederverwenden kann in neuen Applikationen. Wenn Sie heute ins Labor gehen, finden Sie 80-90% der Geräte, die gar keine Schnittstelle oder eine unbekannte Schnittstelle haben. Und dieser Cobot kann das übernehmen. Er hat die Besonderheit, dadurch, dass er die Anzeige ablesen und interpretieren kann und Einstellungen vornehmen kann, dass er im Prinzip keine Schnittstelle des Gerätes braucht. Ich kann heute und sofort alle Geräte im Labor mit diesem Robot bedienen und damit entfällt die Notwendigkeit, für alle Geräte Schnittstellen zu schaffen. Also Digitalisierung aus meiner Sicht ohne Automatisierung macht gar keinen Sinn, zumindest wirtschaftlich nicht. Rainer Trepto rechnet mit einer sehr kurzen Amortisationszeit dieser Roboter im Labor. Man muss ja eins sagen, so eine Lösung ist dann doch sehr, sehr viel günstiger auch als ein Mitarbeiter, weil er eben nicht nur, wie vielleicht üblicherweise, 6 Stunden am Tag im Labor aktiv tätig ist, sondern 24 Stunden. Der kann aus der Ferne gesteuert werden und hat automatisch immer eine Dokumentation mitlaufen. Denn jeder Schritt, den er macht, der ist im Programm aufgezeichnet. Und das heißt, wenn ich heute das Geld ausgebe zu Beginn eines Jahres, dann habe ich schon, bevor das Jahr um ist, wieder drin. Was man eben auch berücksichtigen muss, ist, dass man im Labor für Millionen Equipment stehen hat. Das einerseits, wenn man digitalisieren wollte, erneuert werden müsste, weil es größtenteils keine Schnittstellen hat. Auf der anderen Seite aber ja auch, genau wie die Mitarbeiter, nur 6 Stunden am Tag ausgelastet wird. Und das ist natürlich ein riesiges Potenzial.